Wow. Hä? Unterirdisch? Nö. Hä? Oder doch unterirdisch? Was ist das gehe ja mal lang. Ach, da ist es ja. So, nachdem wir das gefunden haben, haben wir hier nichts mehr, ne? Das heißt, der nächste ist hier auf der Insel. Okay. Dann können wir hier wieder raus. Eine Schnellreise da hinten, den haben wir ja nicht. So, das gefällt mir, wenn das passiert. Ich habe ja die Modifikation, dass er sich schneller einzieht. Nur manchmal funktioniert das nicht ganz so. So, ich glaube, diese Modifikation gibt es auch für den Wingsuit. Aber das sieht schon geil aus. Wow, das hätte auch böse ausgehen, enden können. So, jetzt muss ich bis zu der Insel kommen. Ich sehe da hinten ein paar Boote. Aber ich glaube, wenn wir einfach irgendwo in der Pampa landen, also jetzt im Wasser, würde das dann, ist das so geskriptet, dass ein Boot dann zu uns fährt und wir das dann nehmen können. Das ist mir schon häufiger aufgefallen, auch bei anderen Leuten. Verdammt. So, dann. So, hoffentlich geht das jetzt. Ah. Pum. Da sind wir schon. Der nächste ist dann hier auf der kleinen Insel. Das nehme ich. Wir nehmen es nicht, wir reißen es an uns. So, das sollte locker flockig dahin reichen. Ah, verdammt. Da gucke ich einmal nicht auf den Bildschirm. Also auf dem Spielbildschirm, sondern auf einem anderen Bildschirm. Und schon fliege ich hier fast gegen Wände. Das sollte aber eigentlich alles kein Problem sein. So, da mal ganz viel kann ich. Ich kann. Das finde ich ganz nice. Also, was ich. Oh. Oh. Ja, das war dumm. Was mir gerade einfällt, Wegpunkt setzen. Vielleicht sind das diese blau markierten zum Schnellreise. Und da hinten habe ich es noch nicht freigeschaltet, aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht muss ich dafür Missionen machen. Daran könnte es liegen. So, hallo, Kerzen. Medici dankt dir für dein Opfer. Liegt hier ein Ravioli, Dosenband. 7305. Heute gab es interessante Neuigkeiten von der Agency. Offenbar gehörte das Zivilflugzeug, das meinen Jets gestern Abend entwischt ist, unserem verlorenen Sohn Rico Rodriguez.
Das verirrte Schaf kehrt zur Herde zurück. Der Bursche erinnert mich an Ikarus. Sei vorsichtig, Rico Rodriguez, damit du dir nicht die Flügel verbrennst. Ich werde ihm zunächst ein paar Erfolge gewähren. Sobald die Revolte an Schlagkraft gewinnt, schlage ich sie nieder und zeige der Welt die wahre Macht meines Barbariums. Okay, das ist interessant. Das heißt, ihm war bewusst, dass er Teile seiner Macht verliert, aber wollte, bevor das Übermaß nimmt, ihn niederschlagen zum zeigen, ihr kriegt mich nicht klein. Das ist eigentlich ziemlich schlau, wenn man das richtig timet. Und ach so, jetzt laufen die Texte noch durch. Aber wenn man das irgendwie verpennt oder einen Niederschlag dabei erleidet, kann es natürlich so kommen, dass man an Macht verliert und die Gegenseite dann gewinnt, in dem Falle die Rebellen. Und ja, das Tagebuch hat jetzt halt so geendet, dass er uns einen kleinen Sieg lassen möchte. Ist das immer noch der kleine Sieg, von dem er redet? Ich glaube nicht, weil der hat sich ja mittlerweile schon bei Sheldon beispielsweise nicht beschwert. Solch ein Mann beschwert sich nicht, hat seine Meinung kundgetan. Aber gut, da bin ich gespannt, wie es noch weitergeht. Schnellreisen freigestellt. Du kannst jetzt von überall auf der Welt kostenlos unternehmen. So, jetzt ist meine Frage. Haben wir hier jetzt... Nö. Ich kann eine Schnellreise einfach so unternehmen. Okay, da muss ich mich nochmal hinsetzen und gucken, wieso ich das nicht kann. Ah, hoch, 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 hoch. CS44, Peacebringer. Revolver. Nice. Was für schlecht gewischte Grafiken. Raviello, Raviello. Soll das? Hallo? Das soll nicht hier sein. Und ganz ehrlich, den hier finde ich auch nicht so schnick. Ja, machen wir einmal so. Einmal so. Und dasselbe nochmal ein bisschen weiter unten. Wow. Ich meine, und dasselbe nochmal ein bisschen weiter unten, ne? Magic Woman. Geh noch mal. Tanze für mich, kleines Äffchen. Tanze. Mann, die hat aber eine Hose. So, damit haben wir alle Sammelobjekte, oder nicht? Oder doch, oder nicht, oder doch. Sammelobjekte 202 von insgesamt 227. Irgendwas haben wir noch nicht. Tollkühne Sprünge, das weiß ich. Iravellos Bände abgeschlossen. Tollkühne Sprünge. Tollkühne Sprünge, tollkühne Sprünge. Okay, jetzt fehlen uns nur noch diese Sprünge.
Dafür müsste ich einmal eben auf der Karte gucken. Hier fange ich mal an. So, hier sieht aber alles wunderbar blau aus. Boah, hier war ich auch lange nicht mehr, ne? Also, das sind doch diese tollkühnen Sprünge hier, ne? Das heißt, ich könnte erstmal da weitermachen. Oh, diese Ladezeiten immer. Okay, das ist da oben. Dann fliege ich gleich nach da oben. Was fliegt da? Was ist das? Was ist das? Ist das so ein... Das ist so ein Flugzeug, ne? So ein, dass man das auf dem Wasser landen kann. Ich habe mich schon gefragt, was das ist. Zuerst habe ich an eine Drohne denken müssen. Oh, schau mal, wir haben einen Bus. Boah. 536, verdammt, ich weiß jetzt nicht, wie war die Liniennummer von dem Bus aus Speed. War das auch 536? Ich bin mir nicht sicher. Also Buslinie 9 3 Viertel war das ganz sicher nicht. So, wir müssen mit, Hilfe, mit mindestens 50 oder 40 oder 30 oder wie viele Meilen auch immer hier jetzt drüber jumpen. Speed holen. Boah. Idee des Tages. Naja, nicht ganz. Okay, aber das haben wir scheinbar abgeschlossen. Voller klasse Stunt. Nicht. Ah, schau mal, wie schön es hier aussieht. Drehen, 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 drehen. Verdammt. So haben wir hier vielleicht ein Fahrzeug in der Nähe. Da muss ich keins bestellen. Das kostet mich immer meine Punkte. Naja, eigentlich nicht. Wenn überhaupt Fackeln, aber in dieser. Da schon wieder so ein Flugzeug. Okay, dann bestellen wir mal einfach ein Fahrzeug, keine Ahnung, Motorrad, nö. Naja, jetzt habe ich es ausgewählt, scheiß drauf, dann bestellen wir das einfach. Wow. Steig auf. Hoffentlich funktioniert das mit einem Motorrad. Schaffe ich ein Salto? Nicht ganz, hat es aber gereicht für die Mission, da runter zu springen, hatte es. Oh, schön. Dann geht's da weiter. 900 Meter bis zum Ziel. Das kann man einfach immer sagen. So, das erinnert mich gerade so ein bisschen an den Türk-Deutsch-Navigator und damit verbunden natürlich auch an den Nazigator. Ah, halt, 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 das Fahrzeug ist beschlagnahmt. Raus da. Ach so, ich muss hier. Okay, ich dachte jetzt an den Strohballen. Pam. So, das war ich nicht. Nö. Einfach nö, das war ich nicht. Da habe ich nichts mit zu tun. So, das, was waren das nochmal für Symbole? Das waren, ich bin, ups, das ist jetzt. Okay.
So funktioniert wieder alles. Hier in der Nähe habe ich das Symbol nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, was das für Symbole waren. Kann ich aber nee, in der Nähe gucken kann ich das gar nicht.